Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Star Stable und zu einem neuen Pferdekauf. Ich bin schon mega aufgeregt. Gestern sind die neuen Mustangs der Generation 3 neu ins Spiel gekommen. Und zwar in 8 wundervollen Farben. Wir haben hier den allerersten Schatz. Wow, er gibt auf jeden Fall mega Spirit-Vibes. Kann man gar nicht anders sagen. Wow, du bist hübsch. Wie gesagt, die Entscheidung ist mega, mega schwer. Hier vorne haben wir dann den Dan. Der ist auch mega, mega schön. Ich fange einfach mal hinten heute an. Die Mustangs sind ja wilde Pferde. Wow. Hier steht auch, der robuste und trittsichere Mustang ist ein Symbol für den unbeugsamen Geist des amerikanischen Westens. Ja, das ist echt mega, mega cool. Wir schauen uns mal den nächsten an. Als nächstes haben wir den Palomino und der ist auch richtig, richtig hübsch. Habt ihr das gesehen? Wie süß. Aha, richtig, richtig cute. Wow. Hier haben wir den Roan. Finde ich auch mega süß. Wow. Der Grüllo. Du bist aber auch hübsch. Schade, das sieht man leider halt nicht, wenn dann Sattel drauf ist. Aber das sieht schon mega, mega cute aus. Wow, das ist so, so schwer, sich zu entscheiden. Das ist ja mein Favorit, der Wild Beethoviano. Wow, er ist einfach so mega besonders. Vor allem schaut mal die Mähne an, die ist auch so zweifarbig. Du bist so, so süß. Oha, wir schauen erstmal weiter. Hier haben wir den Black, ist auch sehr, sehr cute. Als nächstes haben wir den Leopard, auch sehr, sehr hübsch. Und dann haben wir noch den Buckskin. Wow, also wie gesagt, wir haben so wunderschöne Fellfarben. Der Mustang der Generation 3 kostet 900 Starcoins und ist somit um 50 Starcoins günstiger als die Generation 2 Variante. Der Mustang kann ja das buckeln. Ich glaube, ich kann das euch gerade hier... Geht das jetzt? Ah, genau, besonderer Trick. Dann steht da auch freigeschaltet mit Pferde Level 7. Das heißt, wenn ich den kleinen Schatz gekauft habe, werde ich erstmal meinen Schatz dann halt leveln, damit ich euch auch alles zeigen kann. So, also ich werde diesen kleinen Schatz auf jeden Fall kaufen. Wir gucken uns mal die Mähne auch an. So, wartet mal, das ist die, die er standardmäßig hat. Wow! Dann haben wir hier noch so eine obercoole wilde Mähne. Die sieht aber cool aus. Die ist richtig cool zerzaust. Wow. Mega schön. Die Stehmähne. Oha. Sehr, sehr cool. Dann haben wir die ganz kurze Mähne. Zöpfchen, geflochtene Zöpfchen und die kurze Mähne. Ich muss sagen, ich finde die Standardmähne super. Und die ganz, ganz wilde Mähne finde ich wirklich ober, ober cool. Aber ich glaube, wir lassen jetzt erstmal die Standardmähne. Es werden auf jeden Fall zwei Mustangs einziehen, da bin ich mir schon sicher. Ich hätte gerne alle, aber erstmal zwei. Und als erstes kaufen wir diesen Schatz. Er ist ein Hengst und er ist erwachsen. Und mal schauen, ob es diesen Namen gibt. Wild. Wartet mal. Wild Heart, wildes Herz. Und ich freue mich endlich. Hier kommt mein wunderschöner Wild Heart. Ich bin sehr gespannt, ob ihr euch auch einen Mustang gekauft habt und vor allem, welchen ihr am schönsten findet. Schreibt es mir doch jetzt sehr gerne in die Kommentare. Und hier kommt Wild Heart. Ja, ich möchte dich kaufen. Oh mein Gott, da ist er auch schon. Oh, wie süß. Wow. Oh mein Gott, ich bin so begeistert. Es laggt leider gerade nur ein wenig, was mega, mega schade ist. Aber wow,
Er ist so besonders. Ich möchte ihn jetzt gerne reiten. Und schaut mal bitte. Hier ist mein Wild Heart. Wow, du bist so, so hübsch. Mega, mega cute. Ja, ich habe noch gesehen, dass es einige neue Sets auch im Western-Shop, im Global Store gibt. Das sind auf jeden Fall Western-Outfits und Western-Kleidung. Wir haben ganz, ganz viele neue Zaumzeuge. Wow, in ganz vielen verschiedenen Farben. Die sehen natürlich auch mega schön aus. Dann hatten wir noch bei der Kleidung was. Oh, oha! Wie nice ist das denn? Schaut mal, wir haben richtig coole Hüte und mega coole Stiefel. Die Handschuhe sind natürlich auch mega, mega cool. Aber was mir direkt ins Auge fällt, ist einmal das weiße Set und hier dieses schöne beigefarbene und cognacfarbene. Das sieht so cool aus. Wow. Ich werde das auf jeden Fall so machen. Ich glaube, ich spare mir das zusammen. Obwohl eigentlich würde ich sehr, sehr gern schon direkt den weißen Westernhund und diese weißen Cowboy-Boots tragen. Wow, es sieht mega, mega cool aus. Aber als erstes level ich einmal mein Wild Herd, mein Wild Herd, damit ich euch einmal alle Gangarten mit dem besonderen Trick, nämlich das Buckeln, auch einmal zeigen kann. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Und Wild Heart ist jetzt Level 7. Ich habe ihm mein absolutes aktuelles Lieblingsset angezogen, das süße Wildlederset, das es bei Camp Western zu kaufen gab. Ja, ich dachte mir, ich muss euch unbedingt das Buckeln zeigen, weil ich das so, so mega, mega cool finde. Und ihr drückt dazu einfach die Leertaste und dann buckelt der Mustang. Das sieht so mega, mega cool aus. Wirklich, ich finde es wirklich mega, mega schön. Hier sehen wir auch einmal die verschiedenen Gangarten. Und schaut mal, ich finde, der Mustang springt auch mega, mega schön. Schaut mal. Wow. Und hier steigt er. Wow, das sieht mega, mega schön aus. Vor allem, ich finde, schaut mal bitte, wie schön die Mähne und der Schweif sich mitbewegen. Das ist so mega, mega schön. Wow, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich wollte mir noch einmal mit euch das Führen anschauen. Wartet mal, da. So, momentan, meine Tastatur spinnt immer noch. Schaut mal, funktioniert's? Oh, sieht so, so schön aus. Schaut mal. Ich bin jetzt mega weit weg aktuell, wenn ich führe. Müsste ich dann näher zoomen. Aber das sieht wirklich so, so schön aus. Und wir kuscheln nochmal. Wow. Ich bin wirklich absolut begeistert. Hier kommt nochmal das Buckeln für euch. Es ist einfach so wahnsinnig schön. Ja, ich bin mega gespannt, was ihr von den Mustangs haltet. Ob einer bei euch eingezogen ist, dann sag ich lieb, lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne Like, Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye!